Hey Leute, es ist wieder Mittwoch. Ich bin wieder da. Ja, mit neuer Umgebung. Wie man sieht, der Umzug ist vollbracht. Dieses Mal nochmal mit Handyqualität, weil ich habe gerade meine Kamera ausprobiert und das Mikrofon ist leer. Das heißt, ich habe die komplette Wohnung nach Batterien durchsucht, aber keine gefunden. Deswegen dieses Mal nochmal mit Handy und ich werde jetzt dann demnächst Batterien kaufen. Und dann wird es auch wieder die Kamera und wieder ordentliche Qualität und ja. Ja, ich bin jetzt seit, also kurzes Zwischenupdate, ich bin jetzt seit, wenn ihr das seht, knapp 16 Tagen auf Testo. Ja, vielleicht, dass ich immer so ein kleines Update gebe am Anfang des Videos, also Veränderungen jetzt noch keine großen, Stimme, ja, keine Ahnung, ich höre mich tagtäglich, sagt's ihr mir. Das Einzige, was ich bemerkt habe, ich habe hinten an der Wade hier, generell keine Haare. Also ich habe eigentlich relativ viel Beinbehaarung, aber halt hinten an diesem Stück hatte ich nie Haare und da kommen jetzt kleine schwarze. Aber das war es dann auch. Ja, Thema der Woche ist, warum YouTube? Ja, die Frage ist für mich relativ einfach und relativ schnell erklärt, deswegen wird das, denke ich, jetzt auch kein großes Video. Warum YouTube? YouTube war für mich erstens, um für mich eben mich weiter zu informieren, weil Transsexualität ja ein Riesenthema ist und ich das Thema an sich auch sehr interessant finde und alles. Und um eben mich zu informieren, um meine Informationen an euch weiterzugeben. Und auch jetzt eben, da ich jetzt erst mit Testo angefangen habe, um irgendwie meine Veränderungen für mich festzuhalten, um irgendwie in 20 Jahren mal drauf zurückzuschauen und sich zu denken, oh Gott, so habe ich mal ausgeschaut und so habe ich mich mal angehört. Nein, Spaß, um halt eben für mich das festzuhalten, wie ich mich verändert habe und um vielleicht irgendwann mal meinen Kindern zu zeigen, hey, so lief das ab. Ja, dann ist es eben auch die Mr. Sinquid-Truppe, die mich eben sehr gereizt hat, diese kleine Familie. Und es ist einfach ein wunderschönes Gefühl, da dazu zu gehören. Und ja, eben die Treffen, das gemeinsame Schreiben in der WhatsApp-Gruppe oder einfach, ich sag mal, wie heißt das Wort? Gleichgesinnte. Sich mit Gleichgesinnten austauschen zu können. Ja. Um einfach auch. Es gibt ja viele, die sagen, sie sind trans und sie machen das irgendwie so versteckt, dass es keiner mitbekommt. Ich bin aber so der Mensch, ich möchte irgendwie die Menschheit darüber aufklären, weil es ja an sich, wir sind ja auch nur Menschen, das ist ja nichts Besonderes oder Abartiges, was wir sind, um da eben aufzuklären. Und ich bin auch ein relativ offener Mensch, wenn mich irgendjemand auf der Straße anspricht oder Freunde irgendwie fragen, hey, wie ist denn das? Ich kläre die gern auf, weil ich finde, Transsexualität ist noch relativ unerklärt in den Medien und so weiter, im Gegensatz zu Homosexualität, weil das ist ja jetzt auch mit der Homo-Ehe und das ist ja ein Riesenthema in den Medien. Und Transsexualität wird halt irgendwie noch so ein bisschen totgeschwiegen und das finde ich ein bisschen schade. Und dazu möchte ich halt eben auch meinen Teil beitragen, dass das irgendwie ja, als normal angesehen wird und nicht so, du bist trans, nee, ich bin dann mal wieder weg, so, weil das finde ich schade und da habe ich inzwischen schon ein paar Leute kennengelernt, die so sind. Und ich bin ja auch nur ein Mensch und mein Charakter verändert sich nichts, ich bleibe der gleiche Mensch und ja, das Einzige, was sich für mich ändert, ist der Name, mit dem ich angesprochen werde, weil männlich fühle ich mich halt einfach und das war halt auch schon immer so und ja, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ja, das war dann, YouTube hat sich für mich eigentlich wirklich mit dem, erstens, ich möchte andere aufklären, zweitens, ich möchte das für mich selber festhalten und mich selber weiter informieren. Drittens,
ich finde auch diese Mr. Synchro-Truppe unheimlich hilfreich und fühle mich bei den Jungs unheimlich wohl und ist wie eine kleine Familie. Und ja, das war es eigentlich dann auch schon. Ja, ich glaube, mehr gibt es zu dem Thema gar nicht groß zu sagen. Ich habe ja eben auch selber jetzt einen YouTube-Kanal, aber ich weiß noch nicht, ob ich da aktiv drauf werde. Weil es gibt so viele FTM-YouTube-Kanäle. Und da ich jetzt wirklich hier vertreten bin und hier auch meine Videos hochlade und selber dann eben auch die Videos für mich habe zum Anschauen und so ja auch meine Veränderungen erkennen. Ich muss ja nicht immer nur über meine Veränderungen sprechen. Reicht mir das eigentlich und ich muss jetzt nicht, ich sag mal, den Stress haben, um noch einen YouTube-Kanal zu eröffnen. Deswegen werde ich da, glaube ich, nicht sonderlich aktiv drauf werden. Ich hatte es zwar wirklich geplant, aber nee, ich glaube eher weniger. Auf jeden Fall, ja, das war es eigentlich zu dem Thema. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bin ja jetzt wieder hier und wieder aktiv. Ja, wir sehen uns nächste Woche. Ich wünsche euch eine schöne restliche Woche, ein schönes Wochenende und macht's gut. Ciao.